herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. So. Der Reinhard hat mir alles jetzt mal abgenommen. Ich bin mal gespannt, was der mir für ein Angebot schickt. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das bezahlen soll. Ich weiß nicht, ob ich mich da ein bisschen verkalkuliert habe. Naja, schauen wir mal. Oh. Hans-Peter? Ne, der hat viel zu tun. Ja. Manchmal hat mein Auto so ein bisschen Probleme. So. Na okay, der will nicht mit mir reden. Okay. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das bezahlt bekommen soll. Ich habe Ich habe eigentlich völlig spekuliert. Ich muss auch die Parzelle noch kaufen. Aber. Warte mal, ich fahre mal gerade. Hallo, Herr Jürgen. Ja. Ist der Tobias Knoll auch da? Ja, leite ich mal kurz weiter. Gut, danke. Jo. Hallo, Herr Knoll. Servus. So, ich habe da was an Land gezogen für mich. Aber ich brauche noch ein bisschen Geld. Das heißt, ich müsste noch mal ein bisschen was arbeiten. Ja. Hast du den Auftrag beim Sepp noch? Ja. Okay, kann ich. Das Problem ist, da ist der Sepp gerade selber dran, weil er gesagt hat, ihm geht das alles viel zu langsam und er will da selber ein bisschen mithelfen. Okay. Wir können aber. Da es jetzt neue News gegeben hat zum Förster, den gibt es anscheinend gar nicht mehr. Dass wir vielleicht uns einen Ponsee kaufen, weil der eine, den haben wir uns nur gemietet. Aha. Ich sehe sie gerade. Fahren Sie mal zu. Ja, ich probiere hier langsam durchzufahren. Ich lass mal gerade hier stehen. Jo. So, also jetzt. So. Und zwar, Sie könnten sich den Lastwagen gleich schnappen. Ja. Zum so. Sepp Hans rauffahren? Ja. Den Tieflader, den blauen? Ja. Anschnallen? Also hier und nur den LKW nehmen, ohne den Anhänger. Ohne den Anhänger, den brauche ich noch, da ist noch ein bisschen was drin. Und dann könnten Sie damit zum Händler fahren. Den Tieflader zum Händler? Mit dem Tieflader, der genau. Steht ja oben beim Bau. Ja. Okay. Sepp. Kein Ding, mach ich. Muss ich da was abholen? Ja, da holen sie dann den Ponsi ab. Ah, und der muss wohin? Zum Sepp. Und dann arbeitet ihr zu zweit dort. Dann geht's ein bisschen schneller. Okay, gut, mach ich. Ciao. Tschüssi. So. Also ich muss auch den Motor starten, nicht halt. So. So, gut, dann mache ich das mal. Oh, der schaukelt aber der immer ein, hey, der Mercedes. Okay, super. Dann haben wir zwei Ponze, dann kann man natürlich doppelt so viel Geld verdienen. Okay. Der weiß anscheinend noch nicht, dass es einen neuen Förster gibt. Alter, was? Die Räder haben aber durchgedreht jetzt gerade. Der weiß anscheinend noch nicht, dass es einen neuen Förster gibt. Ich weiß auch nicht, ob der Bürgermeister da nochmal ausgeschrieben hatte oder nicht. Lass ich mich mal überraschen. Man muss ein bisschen aufpassen, dann läuft der Schmidt schon wieder rum. Alter.
Ich komme da nicht runter. Ich komme nicht unter die Sattelplatte. Ich bin ja drunter. Ich krieg den Zapfen gerade nicht. Ah, jetzt hatte ich ihn. Jetzt. Okay. Der Schmidt trainiert auch für einen Marathon, glaube ich. So. Muss ich mal gucken. Ah, da ist noch ein bisschen Platz. So, damit zum Händler. Gut. Aber das wird doch so ein Gefahrguttransport, so ein Riesentransport. Hoffentlich kriegt man da wieder gut Geld. Gespannt, was der Reinhard mir da anbietet, dann wie viel Subventionierung ich da krieg. Ich stelle den gerade mal hier ein bisschen anders hin, gleich wieder Abfahrt bereit, weil Zeit ist Geld. Was mache ich denn hier? Das funktioniert irgendwie nicht so wie gedacht. Einen Container seit Auflieger. Okay, das bauen wir alles. Sehr passt. Bis später. Später. Hallo Tobias. Servus. Du, irgendwie ist noch kein Ponze angeliefert worden. Ja, ich wollte eigentlich, dass der mich anruft, aber irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. Ja, ich glaube, der ist gerade in Bestellung. Ja, der telefoniert gerade. Okay. Du bist aber halbwegs um die Ecke gedüst, hä? Warum? nee, vor der Baustelle, bei der Baustelle bist du ein bisschen schneller vorbeigefahren. Ey, ich habe jetzt den Hofer angezeigt. Hast du die Seitenlage vom Lastwagen probiert? Ja, habe ich. Oh, sie sind zweimal da. Was? Jetzt nicht mehr. Ich glaube, sie träumen ein bisschen. Trinken sie was? Gelegentlich. Ich meine, nach 4 haben wir da, aber heute hatte ich noch nichts. Es ist schon 19 Uhr. Ist das wirklich? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich weiß, was der macht. Herr Knoll, kommen Sie mal nochmal auf die Seite. Ja. Moment. Muss gerade mal was gucken.
Wissen Sie, weil es wird bald einen neuen Förster geben. Einen neuen Förster? Ja. Okay. Wissen Sie, wer sind das sein Sie sich wird? Da ganz sicher? Ne, ich hab's zumindest probiert. Ich habe mich als Förster beworben. Sie? Ja. Gut, dass Sie mir das jetzt sagen. Ich wollte gerade einen Ponse kaufen, aber wenn Sie der Förster werden, dann brauche ich keinen Ponse kaufen. Nee, ich werde keinen Ponse haben. Dann miete ich einen. So viel Geld habe ich wollen nicht. Oder wollen Sie von uns einen haben? Zur Verfügung gestellt. Na, wenn Sie einen haben, wäre es natürlich einfacher. Mit einem gewissen Gewinnanteil natürlich. Darüber sonst lässt sich verhandeln. Okay, okay. Also, wie gesagt, es ist nur eine Bewerbung, es ist noch nicht durch. Ja, ist klar, aber... Ich warte noch aufs Ergebnis. Okay. Aber dann können wir die Preise gemeinsam nämlich anheben. Ja, die müssen wir auf jeden Fall anheben, weil die, was bei den Bäumen so ausspringt, das ist schon... Was haben Sie dem Sepp jetzt in Rechnung gestellt, wenn ich fragen darf? Bis jetzt noch gar nichts, weil wir immer noch dran sind. Aber ich denke, wir werden nochmal neue Verhandlungen. Sollte man je nach Baum sollte man schon 1.000er in Rechnung stellen. Ja, schon, weil Geld springt da schon viel raus. Ja. Okay, und dann kommen natürlich noch zum Gesamtbetrag von den Bäumen auch noch die Arbeitskosten von den Arbeitern und Pomponse auch noch. Ah, hallo, Herr Bauer. Ach, Servus. Gott, Herr Varuna. So, alles gut bei Ihnen? Ja, und selber? Ja, muss ja. Aber ich warte gerade auf meine Arbeit, aber irgendwie kommt da nichts an. Was haben Sie denn zu arbeiten? Nee, ich sollte für den Tobias hier den Ponse abholen. Ist der überhaupt schon... Der hilft dir gleich, Martin. Ist der überhaupt schon bestellt? Was ist das denn? Nein, eben nicht. Deswegen, was ist das denn? Es schaut aus wie eine Abschleppstange. Ja, es sieht so aus wie eine Abschleppstange. Sehr kaputte Abschleppstange. Die haben sie wahrscheinlich auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Ja, es kann sein. Für 3 Euro oder so. Vielleicht hat der... Ah, wartet mal, die kann man doch... Passen Sie auf. Nee, geht doch nicht. Pass Warte. Auf, wenn Sie es hochheben, dass Sie nicht Ihren Arm verrenken. Nee, das war zu schwer. Ja, das ist natürlich immer wieder ärgerlich. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Jetzt fahr da weg. Ey, sag ja, der mal. Muss wahrscheinlich die. Wahrscheinlich ist sein Traktor kaputt. Er muss wahrscheinlich seinen Traktor hier abschleppen. Häng mal an. Ja. So. Oh, oh, oh. Oh. Ich hab vorhin den Hofer angezeigt. Warum? Weil der mich schon zweimal fast angefahren hätte. Okay. Zum wiederholten Male zu schnell gefahren. Die schleift. Oh, das war, glaube ich. Oh. Ja, wenn der sich mal mit sich sprechen ließ, dann könnte man ihm ja was sagen, aber. Ja, der lässt sich. Ich habe ihn ja schon wieder drauf hin, aber der hat mich ja ist einfach wieder weitergefahren. Ich hätte ihm ja noch sagen können, dass wir noch darüber reden, aber so, wenn er einfach weiterfährt. Nee. Ja, das wird glaube ich nichts, was die hier vorhaben. Ich glaube, der muss umdrehen. Ach so. Weiß ja gar nicht, was er damit will. Ach, der will bestimmt das Auto vom Schmidt bergen. Herr Reinhard? Ja? Wollen Sie das Auto vom Schmidt bergen? Das muss ich leider ein anderes Unternehmen machen vom lassen. Schmidt? Was ist denn das passiert? Schwer ist. Ja, das ist zu schwer. Also ich werde es versuchen, aber Was macht denn Jürgen jetzt mit meinem... Der Schmidt hat einen Unfall gehabt. Der lag doch im Graben vor ein paar Tagen. Okay. Gar nichts mitbekommen. Kann jemand geht's dir wieder gut, oder? Ah, danke. Ja, dem geht's gut. Achtung, alle weg. Ja, lieber aufpassen, wenn der Bürgermeister... Das Gerät ist geliehen. Jetzt ist der Martin Bauer vor mir. Ich glaub's nicht. Ist ja nicht so, als hätten wir eine Baustelle hier am Laufen. Sprechen Sie mal den Herrn Peter nachher drauf an, ob der hier... Interessant, was der Railsex hier mit dem Gras macht. Ich dachte, es gibt Mähfahrzeuge. Ich höre Sie kaum, Herr Jonas. Sie sind zu weit weg, Herr Reinhard. Sie sind zu weit weg. Tschüss. Tschüss. Och, nein.
Ich bin nicht da. Das kann nicht für mich sein. Ja. Wir haben uns entschieden. Ja. Also wir wollten alles auf einmal abzahlen, dann wenn wir die. Also die Ich weiß nicht, warum das niemand kapiert. Herr Maruna. Hallo. Nehmen Sie mal den Herrn Knoll dran, weil der wartet eigentlich drauf, dass er. Also er möchte eine Maschine kaufen, die ich dann ausliefern soll. Ach so, okay. Dann holen Sie mal, nehmen Sie mal den Herrn Knoll mit ins Gespräch. Ja. So, ich hoffe mal, dass das jetzt flott vorangeht, weil, ey, gleich schon wieder Abend und dann geht nichts mehr. Ich fahre mal gerade den Anhänger doch noch ein Stückchen auf die Seite, dass es ein bisschen besser geht. Zeit ist ja bekanntlich Geld, vor allem bei mir. Oh Gott, eieiei. Hat keiner gehört. Macht der eine Graswiese oder wie? Naja. Uah. Jürgen! Ja? Da ist ein Gehörschutz auf, hä? Ja. Was machst du denn hier? Wir bauen hier einen Parkplatz. Ein Parkplatz? Okay. Oh, wer hat denn hier Holz gesägt? Alter, wer hat denn hier... Oh Gott. Das gute Holz, alles kaputt. Ja. Bin mit der Stubenfräse rangekommen. Ei. Okay. Gut, ich warte immer noch auf mein Auftragsfahrzeug, aber das muss ich dann wohl später machen. Ich gehe jetzt mal Abendessen, und du? Ja, ich denke, dass ich jetzt gleich auch mal Abendessen gehe. Gut, also, dann sag ich mal tschüss. Jo, tschö. So, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne bei dem Jürgen Raysex, Dark Raysex YouTube vorbei. Bei dem Harry Hofer 6. Dark. Ne, wie heißt er? Black? Blackbeast 86. Blackbeast 86. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.